Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Matt Furago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry, Far Cry 4. Ich leite den Patienten und auf dem Weg zu einer neuen Escort-Mission. Damit haben wir immer viel Spaß gehabt mit Escort-Missionen und wir haben ja neue Techniken und Tricks gelernt. Und wir müssen dann da drüben, ist ja gleich um die Ecke, ein bisschen höher steigen noch hier und Gefahren wieder. Haben wir genau das Richtige für uns, Gefahren. Oh, mal gucken, ob wir einen schönen Landeplatz finden. Schön, dass du es hierher geschafft hast. Ja, finde ich auch. Einfach oben drauf und schon kann es losgehen. Nein, kann es noch nicht. Weil wir wissen, dass hier irgendwo noch ein Granatwerfer rumliegt. Und zwar, nee, hier nicht. Wie, kein Granatwerfer heute? Ah, doch, hier. Sollten wir auf alle Fälle austauschen. Auch hier ein bisschen Munition nehmen. Amkari kriegt also ein Kind, hm? Und ich dachte, sie wäre nur fett geworden. Sie war eine gute Schützin. Ehrlich. Sie konnte auf 100 Meter eine Fliege von einem Jackarsch wegballern. Ja, sieht super aus. Alles dabei. So, warten wir auf alle Fälle. Ja, das wird schon super werden, ja. Machst du Pinkelpause, ha? Was wir auf alle Fälle tun sollten. Wir sollten auf alle Fälle hier schon mal umschalten auf die Pfeile. Weil das könnte sein, aber die nur brauchen. Und darauf. Ich hoffe mal, das lässt irgendwann nach, das Geklacke. Ein solches. Und für alle Fälle sind wir gerüstet. So, haben wir, wie viele Minen haben wir eigentlich dabei? Ein paar Stück. Mir soll sich wundern, wenn wir da fahren und von dort kommen sind. Das war ein Volltreffer. Ja. Gegner hinter uns! Hinter uns heißt, Minen werfen. Das sind ja gar keine Gegner hinter uns. Ganze Tarafe umsonst. Okay. Munition voraus, spring ab, wenn du was brauchst. Die Straße ist blockiert. Suchst du ein ruhiges Plätzchen, um einen abzuseilen? Rauf da, eine wollte die Trag reparieren. So, damit geht das nämlich auch. Oh. Ich sehe gerade keinen. Einmal eine Medizin reingesackt. Du musst den Truck beschützen. Mach ich doch. Problem ist nur, dass der Truck gerade ein bisschen Problem hat. Okay. So. Halt. Wir steigen trotzdem mal kurz ab und nutzen mal die Möglichkeit, das Plakat. Was hast du vor, dass du so viel Privatsphäre brauchst? Plakatabreisen habe ich vor, meine Dame. Die Frage ist, ob du hier wegkommst. Das ist eher das Problem. Haben wir eine Möglichkeit, das wegzuschieben? Weil sonst haben wir echt ein Problem. Ja, du könntest wieder fahren. Das Problem ist... Das Problem ist, dass die eine festhängt. Das ist nicht gut. Die Frage ist, sollten wir uns das hier wagen mit C4? Nee, damit beschädigen wir den Truck. Haben wir hinten irgendwo ein Fahrzeug? Machst du Pinkelpause, ha? Nein, okay, ich besorge ein Fahrzeug.
Na, kommen wir nicht weit genug weg. Das ist ja wieder eine tolle Kacke. Haben wir oben ein Fahrzeug? Nee. Kein Fahrzeug. Wir können es höchstens damit mal probieren. Ne, da passiert nichts. Außer wenn wir den Trakt demolieren. Das sollte bis zum Übergabepunkt reichen. Das Problem ist, die alte versucht doch gar nicht mehr. Och Mensch. Okay. Zusammenschweißen. Gut, hast ihn repariert. Das Problem ist, dass der, dass die alte hier dran festhängt. Okay, damit kriegen wir ihn aber nicht weg. Was bricht gleich zusammen? Reparier ihn, bevor sie uns fertig machen. Mach ich ja. An sich könnte das sogar funktionieren. Weil, die hängt ja nicht mehr dran fest. Mal gucken, wenn ich jetzt aufschwingen, ob die alte jetzt weiterfährt. Nee, fährt sie nicht. Tja, so viel zu dem Thema. Super Fahrt, der Truck ging aber nicht weiter. Also das scheint doch ein bisschen buggy zu sein. Haben wir wieder was Neues gefunden. Neue Variation von Kacke. Aber gut, ist halt jetzt so, müssen wir damit leben. Machen wir das Ganze nochmal. Ein bisschen Plan haben wir ja schon gekriegt gehabt. Und auch Plan, wie Dinge nicht funktionieren. Und dass es Kacke ist mit dem... geh doch dahin und... Ja, finde ich auch. Nein, kann noch nicht losgehen, weil ich muss nur das hier mitnehmen. So, Omkari kriegt also ein Kind, hm? Und ich dachte, sie wäre nur fett geworden. Sie war eine gute Schützin. Ehrlich, sie konnte auf 100 Meter eine Fliege von einem Jackarsch wegballern. So, was wir auf alle Fälle machen, bevor die, wenn die Alte losfährt. Das hier. Falls doch Hubschrauber auftauchen. Jetzt wissen wir ja schon, wo was auftauchen wird. Von links. Fahrzeug von links! Nein. Okay. Okay. Das hat sie zerlegt. Wir sollten uns mal kurz hinhocken. Läuft super. Ich tue jetzt aber nichts mehr. Okay, das hat sie auch erledigt. Munition brauchen wir keine mitnehmen. Weil so viel haben wir noch gar nicht. Nein, ich bleib lieber hier oben. Die Straße blockiert. Den haben wir gut erwischt. Feindliches Fahrzeug liegt vor uns. Nein, nicht mehr da vor uns. Das hat auch gut gerumst. Okay. Problem ist nicht ein Feindfahrzeug. Problem ist Hubschrauber. Du musst den Truck beschützen. Okay. Daran arbeite ich ja. So, jetzt steigen wir kurz mal hier ab. Weil du bleibst nicht schön brav dann stehen. Dann können wir das Ding fertig schweißen. Und rauf.
So, läuft doch super, wenn man an der kniffligen Stelle schon mal vorbei ist. Man konnte sich auch gut mit ihr unterhalten. Bloß bei Mission hieß es immer nur als Maul und Fahr. Was immer wir auch liefern mussten, sie hat uns da durchgeboxt. Und diese Lieferung hier ist besonders wichtig. Okay. Die Leute ernähren sich von Drecksuppe. Min führt das Land zurück und nicht vorwärts. Okari würde dafür sorgen, dass das Essen im Dorf ankommt. Und sie würde aufpassen, dass mir nichts passiert. Ja, ist dir da was passiert? Es gibt gute Neuigkeiten. Okari hat ein kleines Mädchen und... Sind das die Lebensmittel? Es freut mich. Und ja, aber die sind nicht für dich. Wir kontrollieren jetzt. Wir laden dann mal Abendposten, als der Fall. So, gute Arbeit. Okay. Ich glaube, sie wäre stolz auf mich. Ich wünschte, ich müsste keine Leute durchsuchen, um an Munition zu kommen. Tschö. Jagdmission haben wir noch hier. Okay, hier lang rum. Weißt du, was du alles für uns getan hast? Ja. Jetzt können wir auch einen längeren Kampf durchstehen. Das war für absehbare Zeit unser letzter Konvoi. Gut gemacht. Okay, letzter Konvoi gelöst. Schön, dass du sagst, da drin sind Missionen, aber ich komme nicht rein. Komisch. Interessant, dass da drin Missionen sind. Genau. Weil hier kommst du nicht rein. Aber da drin sind angeblich Missionen. Brauchen sie mir wechseln. Hat sich erledigt. So, quatsch der Mann. Ja, schön, dass der sagt, da sind Missionen, aber an die kommen wir nicht ran. Okay. Persönlicher würde mich ja sowas hier noch reinziehen. Hier diese Shangri-La-Geschichte. Okay, machen wir uns mal auf den Weg. Reisen kurz hier rüber. Und gucken uns dann an, dass wir da in Shangri-La vielleicht noch ein... noch ein lustiges Zettelchen für unser Tankkraft finden und dann noch das letzte. Und dann ist das vollständig. Und denke mal, dann sind wir soweit, dass wir uns auch mal um die Endmission kümmern können und Pergamin. Und das sollten wir dann auch tun. So, wo ist der Schrank da? Jetzt können wir noch ein bisschen Kram verkaufen hier. Da freut sie sich. Auch das können wir noch mitnehmen. Und dann geht es ab durch die Tür. Aber nicht durch diese. Auch super, dass da mehrere Türen sind. Alle nach draußen führen, aber benutzt immer nur einen Bar. Bisch. Hey, auf die Bremse! Da fahren die erstmal mitten durch. Ein Dorf von uns. Und kein Schwein juckt's. Da fällt ja auch nichts ein mehr dazu. So, wie kommen wir am besten dahin? Immer eine Wegmarke setzen und dann mal Fahrzeug nehmen. Leider haben wir jetzt hier kein lustiges Fluggerät. Was uns da deutlich die Reise nach da oben einfach vereinfachen würde. Müssen wir mal schauen, wenn wir da oben kommen. Irgendwie nach da oben. Hier geht der Weg gut lang. So. Wäre doch schon super, wenn wir dann auch wenigstens Eingang gefunden hätten schon. Ganz große Kacke wäre natürlich... Ein Leopard! Ein Ex-Leopard. Danke, hat mir gefreut, dir zu helfen. Okay, wieder ein Stückchen höher. Aber immer noch nicht da, wo wir hin wollen. Die Frage, wie kommen wir dahin? Oder wir machen einfach den Sprung zu unserem Heim, weil da steht ja ein Kopter. Mit dem Kopter können wir dann dorthin fliegen, wo wir hinwollen. Das wäre die alte Tiefweg. Die würde ich jetzt persönlich auch favorisieren.
wir gehen da kurz hin, schnelle Reise und können uns dann beim nächsten Mal mit dem Copter dahin bewegen und gucken, dass wir das Shangri-La wieder reinkommen, da noch zweimal die Mission machen und dann haben wir alle. Das wäre doch super, da haben wir noch einiges geschafft als solches und dann gucken wir weiter. Hauptmission heißt es dann, wenn wir die beiden Shangri-Las fertig haben. Bis dahin, ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.